Der Zirkus Monti ist wieder on Tour und gastiert zurzeit in Basel auf der Rosedalenlage mit seiner neuen Inszenierung «Cirque je t'aime». Heute mit mir im Gespräch ist der Johannes Mundwiler. Er ist der Zirkusleiter vom Zirkus Monti. Hallo Johannes. Hallo Ronja. Herzlich willkommen. Das ist die 36. Tournee vom Zirkus Monti und das neue Programm «Cirque je t'aime» ist deinen Eltern gewidmet. Wie ist diese schöne Idee zustande gekommen? Ja, meine Mutter ist im September 2019, also in unserer letzten Tournee, die wir machen konnten, ist sie gestorben. Und die Regisseurin vom aktuellen Programm, Marie-José Gotti aus Kanada, sie hat meine Mutter noch gut gekannt. Sie hat bereits zweimal für uns Regie geführt, hat sie dort auch gelernt. Und sie hat einfach das Gefühl, jetzt, wo sie gestorben ist, würde sie gerne das Thema, die spezielle Geschichte von meinen Eltern, einfach in einem Programm nicht ins 1:1 aufführen, sondern einfach da als Inspiration nehmen. Deine Eltern, Hildegard und Guido Mundwiler, haben damals den Traum vom eigenen Zirkus gehabt und dann den Zirkus Monti gegründet. Wie sind die beiden zu diesem Traum gekommen und wie hast du die Entstehungszeit erlebt? Ja, das war eine ganz verrückte Zeit. Es hat ja nicht einfach gerade von Null auf zu einem neuen Zirkus geführt, sondern wir haben zuerst unsere ersten Erfahrungen gemacht, damals mit dem Zirkus Olympia, zuerst mal nur in den Sommerferien. Dann sind wir 3 Saisons mitgereist mit der ganzen Familie. Da hat es noch mal einen kurzen Unterbruch gegeben und dann haben sich die Eltern wirklich entschieden, sie wollten definitiv in den Zirkus gehen. Und dann haben wir uns für 1 Saison an einem kleinen Zirkus beteiligt, der dann aber nicht funktioniert hat. Und dann haben sie wirklich den Entscheid gefällt, oder wir alle miteinander. Ich war dort auch schon über 20 gewesen, haben wir entschieden, jetzt gründen wir unseren eigenen Zirkus. Du und deine Brüder haben dann durch eure Eltern quasi die Zirkuswelt kennengelernt. Hast du gleich gewusst, dass du das Erbe einmal übernehmen wirst? Haben das deine Eltern von dir oder von euch erwartet? Nein, erwartet nicht. Also, es war vor allem am Anfang an klar gewesen. Logisch, ganz am Anfang war es noch gar kein Thema gewesen. Und aber wo es dann wirklich darum gegangen ist, von meiner Mutter den ganzen Betrieb zu übernehmen. Mein Vater ist viel früher gestorben. Und dann hat sich wirklich die Frage gestellt, wer übernimmt den ganzen Zirkus? Und es war eigentlich klar gewesen, dass mein mittlerer Bruder, Niklas und ich, das werden sein. Der Jüngste hat nicht wollen. Er hat gesagt, er will als Artist weiter unterwegs sein, halt die Welt bereisen und von dort ein bisschen freier sein. Und dann hat aber dann plötzlich mein Mittelbruder das Gefühl gehabt, nein, er will nicht. Er ist Dresseur, hat seine eigenen Tiere hier gehabt und das Gefühl gehabt, nein, er will eigentlich mehr in diese Richtung weiterarbeiten. Und dann habe ich mich entschieden, 2004 Verantwortung und den ganzen Betrieb zu übernehmen. Du hast aber zuerst nach der Schulzeit eine Ausbildung zum Zirkusjongleur gemacht. Würdest du sagen, du hast Show gehen? Also hat dich in die Manege gezogen? Ja, also ich glaube nicht, dass ich unbedingt jetzt das Showgehen geerbt habe oder auch nicht geerbt habe. Meine Eltern waren ja auch nicht im Zirkus gewesen, aber ich glaube, ich habe die Liebe zum Zirkus habe ich sicher, also vor allem auch von meinem Vater am Anfang, er war wirklich absolut angefressen gewesen vom Zirkus, er hat uns jeden Zirkus mitgeschleppt, schon als Kind. Meine Mutter damals weniger, sie hat sich wirklich auch anstecken lassen und mir als Kind sicher auch. Aber Gehen habe ich so nicht geerbt, also ich habe viel müssen arbeiten, um Jongleur werden, enorm viel müssen trainieren und habe es dann aber auch wirklich sehr, sehr gerne gemacht und eigentlich auch den Plan gehabt, als Jongleur vielleicht die Welt zu bereisen. Und das ist halt dann wirklich die Situation gekommen, dass wir einen eigenen Zirkus gegründet haben und seitdem bin ich da. Ja, und im Zirkus Monti bist du aber auch auftreten jeweils? Manches Jahr. Nicht nur als Jongleur, ich habe dann nachher ganz andere Sachen auch gemacht, Luftnummern, habe dann aber auch mit meinen Buben zusammen in der Manege verschiedenste Sachen gemacht, in den letzten Jahren viel mit meiner Partnerin zusammen, so komische Zaubereien und jetzt im Moment nicht, aber es ist nicht sicher, ob es nicht wieder mal ein Jahr, dass sie es wieder packt. Jetzt bist du auf die Zirkusleitung fokussiert. Was gefällt dir besonders an dieser Arbeit und was ist schwierig? Ich denke, besonders gefällt mir halt, dass es sehr abwechslungsreich ist. Es ist kein Tag wie der andere. Es gibt so viele verschiedene Bereiche im Zirkus, die hier einfach zusammenfließen. Am Schluss dreht sich aber alles um die Vorstellung. Also all die Arbeiten, die wir rundherum machen, und es sind wirklich viele Leute beschäftigt mit dem. Am Schluss geht es immer um die Vorstellung. Und das ist eigentlich aber auch das, was schön ist. Also es ist sehr fokussiert aus all diesen verschiedenen Bereichen und danach zusammen zu bündeln. Und dann in der Vorstellung wirklich einfach auch können, ja, einfach können geniessen, dass die Leute kommen, auch viele Leute treffen, immer wieder Freunde, Verwandte, Bekannte zu treffen, vor, nach der Vorstellung, unterwegs zu sein in der Schweiz mit dem ganzen Team und immer wieder mit dem Ziel, möglichst viele Leute zu begeistern. Das ist etwas, was mich nach wie vor fasziniert am Zirkus. Auch die dritte Generation, nämlich deine 3 Söhne, sind ja auch aktiv hier tätig. Ist dir das wichtig oder hat sich das auch wie selbstverständlich ergeben, weil sie mit dem aufgewachsen sind? Ja, es hat sich schon ein bisschen ergeben. Es ist mir
Es ist schwierig, ganz schwierig, das richtig zu beantworten. Wichtig, ich finde es toll, dass sie da sind. Und ich finde es toll, dass sie gerne Zirkus haben, gerne Zirkus machen, wirklich interessiert sind, sehr interessiert sind am Zirkus Monti oder allen Bereichen des Zirkus Monti. Aber ich habe es nicht erwartet von meinen Kindern. Oder erwarte es auch jetzt noch nicht. Also ich finde es wunderschön, wenn sie die Begeisterung teilen und auch die allenfalls wirklich die Begeisterung so gross ist, dass sie den Betrieb übernehmen in den nächsten Jahren. Das wäre super. Aber ich finde, als Vater ist es mir in erster Linie wichtig, sie sollen da machen, wo sie glücklich sind. Und wenn sie mit dem Zirkus Monti glücklich sind, ist das umso schöner. Aber sie sollen es nicht machen, wenn da nicht ganz da ist, was sie wollen. Dann müssen sie nicht für mich, auch nicht für die Tradition von unserer Familie. Die ist noch nicht sehr alt, auch schon 36 Jahre, aber gleich, jetzt nicht über x Generationen. Aber sie dürfen das nicht ein Traditionslied machen, sondern müssen es machen, wenn sie das wirklich wollen und glücklich sind dabei. Jetzt nach über anderthalb Jahren Zwangspause geht es wieder los bei euch. Wie fühlt sich das an? Wie habt ihr die Zeit erlebt? Ja, das war eine sehr harte Zeit. Wir haben im Februar 2020 wirklich relativ schnell gemerkt, dass es gar nichts mehr geht. Die Zeltvermietung, wo alles weggebrochen ist. Nachher mussten wir die Saison verschieben. Das Varieté um ein Jahr verschieben. Das war eine bittere Zeit. Wir haben aber uns wirklich bemüht, jetzt nicht einfach dann auch Trübsal zu blasen und den Kopf ins Sand stecken, sondern haben probiert, Sachen zu machen, die wir sonst nicht machen können oder in den letzten Jahren nicht machen können. Wir haben vieles im Winterquartier gemacht, umstrukturiert, bauliche Sachen auch gemacht, die schon lange angestanden sind, so weit das möglich war, aus finanziellen Gründen natürlich, aber auch also von der Kurzarbeit her. Wir konnten nicht einfach rund um die Uhr arbeiten. Wir haben das Möglichste gemacht, wir haben uns dort beschäftigt, haben uns aber auch die Freiheit genommen, vielleicht mal ein bisschen mehr Ferien zu machen in einer Zeit, in der es nicht möglich ist, sonst seit 36 Jahren nicht möglich ist. Und im Gesamten gesehen ist es wirklich für uns nicht, in diesem Rückblick nicht eine verlorene Zeit gewesen. Wir haben viele Sachen gemacht, die wir hoffentlich jetzt in den nächsten 2-3 Jahren nicht werden machen, sondern wirklich wieder einen Zirkus machen können. Aber es sind alles nicht verlorene Sachen gewesen. Im Gesamten gesehen ist das gleich das Jahr okay gewesen. Ich und meine Familie, wir sind auch schon oft Zirkus Monti schauen. Für mich hat der Zirkus ein ganz besonderes Flair. Teilweise fühlt es sich fast ein bisschen an wie eine Art Theater- oder Musicalstück. Was würdest du sagen, macht so das Besondere aus von diesem Zirkus, vielleicht im Vergleich zu anderen? Ja, ich glaube, wahrscheinlich der hauptsächliche Unterschied ist wirklich die Gestaltung des Programms. Also wir engagieren junge Artisten, oft Leute, die direkt aus Zirkusschulen kommen, die sehr breit ausgebildet sind, die genau diese Art von Zirkus suchen, also miteinander das Programm kreieren und mit einem Kreativteam zusammen 2 Monate arbeiten. Und ich denke, das ist da, wo sicher die Programme unterscheiden. Also nicht einfach in Anführungszeichen Nummern an Nummern gereiht sind, sondern dass die Leute 2 Monate vor der Premiere zusammenkommen, ihre eigene Spezialität zwar im Programm zeigen, die mitbringen natürlich, aber nachher miteinander das Programm kreieren und da natürlich jeder noch mehr Verantwortung treibt für den Erfolg des ganzen Programms, weil es immer wieder vorkommt und ja quer das Programm eigentlich in der Manege oder auf der Bühne sind. Und denke, das ist sicher da, wo die Programme auszeichnen, so ein bisschen das Gesamtheitliche. Ihr habt neben dem Hauptprogramm auch noch weitere Standbeine aufgeleistet. Was kannst du mir über das erzählen? Ja, wir haben vor ein paar Jahren, wo wir uns entschieden haben, nicht mehr 8 Monate auf Tournee zu gehen, aus verschiedensten Gründen. Wir haben das Gefühl, wir wollten eigentlich wieder mehr Zirkus machen. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, kürzer auf die Saison gehen, mehr Zirkus machen. Wir haben das Gefühl, wir wollten nicht mehr an jedem Stand und nur noch 2-3 Tage gastieren, sondern eigentlich Plätze machen, wo man mindestens eine Woche oder wie so in Basel 2 oder sogar 3-4 Wochen bleiben können, wieder hauptsächlich Zirkus machen. Nicht auf- und abbauen und fahren. Und haben aber schnell gemerkt, das geht nicht in der Schweiz. Die Dörfer sind, es hat nicht so viele Möglichkeiten, wo man so lange bleiben kann. Wir haben die Saison um die Hälfte verkürzt, auf 4 Monate. Nur noch 10 Gastspielorte pro Saison. Und haben nebendran ein Varieté aufgebaut in Wollen, im Winterquartier. Ein langer Traum, den wir hatten. Und den wir dann realisieren durch den Bau einer neuen Halle. Und da hat sich jetzt super entwickelt, November, Dezember, ein Weihnachtsvarieté. Und haben im gleichen Zeitpunkt dann auch noch, das war im Winter 2014, eine Zirkuszeltvermietung übernommen, eine bestehende Zirkuszeltvermietung. Und haben dort natürlich auch noch mal ein Standbein mehr, wo wir den Zelt vermieten. Ausschließlich Zirkuszelt für verschiedenste Veranstaltungen, grosse Festivals, aber auch Firmenanlässe und so weiter. Und jetzt noch neu, noch Kulturtag, Montis Kulturtag. Das ist ein Projekt, das wir dieses Jahr aufgeleistet haben, ganz neu. Und das wir jetzt einmal durchgeführt haben, über 2 Wochenende verschiedenste Kultur bei uns im Winterquartier zu zeigen. Und hat jetzt auch gezeigt, das ist ein wunderbares Projekt. Und ja, das sind so die 4 Standbeine. Ja, da läuft wirklich viel bei euch. Lieber Johannes, so. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch und ganz viel Erfolg mit der Tournee. Danke vielmals. Der Zirkus Monti ist noch bis zum 29. August in Basel. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.